Ja, ich finde es unangebracht, bei so einem Gruppendate jetzt irgendwo rumzuknutschen. Ja, geh wenigstens ein Stück weiter. Ja, wir waren noch hinter der Scheibe. Also so notgeil muss man nun nicht sein. Ich nehme mir halt, was ich möchte. Ja, das habe ich auch gesagt. Sorry, that's the game. Und wenn es dir nicht passt, dein Ding. Mach doch, was du willst. Ja, mach ich auch. Siehst du doch. The game is on. Ja, nicht erst seit heute. Ne, Monsieur? Für mich ist das Thema jetzt auch durch. Ich akzeptiere ihn, aber ich möchte mit Jan in diesem Haus nichts mehr zu tun haben. Ihr könnt euch gern streiten, ich trinke einfach nur. Ich habe mich heute total fremd geschämt. Ich finde, wir sind alle erwachsene Menschen. Ich bin nicht hier, um irgendeinen Kinderzirkus zu machen. Kim kam dann zurück und hat das Ganze mitbekommen. Und es war einfach eine wahnsinnig unangenehme Situation. Warum kann man nicht in so einer schönen Idylle einfach mal ein normales Gespräch haben, oder? Ja. Ich kann die ganze Zeit reden, damit habe ich kein Problem. Aber ich will dann nicht immer übernehmen, dann bin ich wieder der Arsch, der die ganze Zeit geredet hat und keiner kam zu Wort. Deswegen will ich dir immer naja, den Chef das hier überlassen. Bist du ein bisschen selbst der Nächste, ne? Ja, habe ich mitbekommen. Jeder möchte Kim für sich gewinnen und manche setzen da auf andere Methoden als andere. Ach, Jungs. Diese Stimmung zwischen den Jungs kotzt mich so an gerade. Wenn da einer bei ist, der sich dann die Zeit nimmt, dann sitzen die anderen da und holen die Giftspritze raus, weil sie selber die Initiative nicht ergreifen. Ich krieg das wohl mit. Warum guckst du mich denn dabei an? Du solltest sie nicht mehr zusammen einladen, bitte. Ich sehe auch total den Punkt, dass die Stimmung vielleicht durch mich irgendwie gekippt wurde. Aber was findet Kim denn bitte an, Maurice? Eieiei, Leute, das ist ja echt schön mit euch. Oder? Das macht richtig Spaß. Wow. Meine Güte, und ich dachte, wir sind alle über 18. Naja. Ich finde es absolut unsexy, wenn man sich da gegenseitig so angeht. Und ich glaube, er auch. Und ich glaube, das hat uns allen heute keinen Vorteil verschafft. Bin ich ganz ehrlich. Well. Unangenehm. Mhm. Aber es gibt schon andere Kandidaten, die sich, glaube ich, ganz gut finden hier. Die auch schon zusammen kuschelt haben. Bitte? Ja. Erzähl mir mehr. Da musst du nur mal aufpassen. Weil einige, zum Beispiel Max, kuschelt ganz gerne mit Bong hier, wenn ich hier morgens aufstehe. Mhm. Also am zweiten Abend saß ich hier zum Beispiel und Jan und Max saßen da auf der Treppe und haben sich immer so ein bisschen am Bein geschnarchelt gegenseitig. Und ich finde, das ist schon wieder ein Zeichen, das macht man eigentlich nicht. Also ich finde so jemand, wir sind ja hier, um dich kennenzulernen und nicht die Kandidaten hier kennenzulernen. Mhm. Kleiner Wink am Rande, ihr habt jeder eine Decke. Nutzt die jeweils auch. Schönen Abend. Wer teilt denn hier eine Decke? Wer erzählt denn hier wieder Gerüchte, ganz ehrlich? Ja. Gibt ja wohl nur einen Namen. Wie bitte? Lauf dir alle Ruhe, du hast mir die Augen geöffnet. Ja, dann muss ich das jetzt sagen. Das ist halt wirklich eine Lüge. The game is on, Manfred. Also das kommt eh alles am Schluss raus. Und wir sehen uns bei der Reunion-Show wieder. Das sag ich dir. Oh! Ihr seht euch doch jetzt schon. Schnauze alle. Alle Schnauze. Komm mit. Ich sag dir, irgendjemand erzählt hier Gerüchte. Ich find's noch heraus. Und dann ist Zapfenstreich. Ja, wer labert denn hier so viel Bullshit schon wieder? Ja, einen Scheißdreck hat er gesehen. Ich muss sagen, damit hat er mir wirklich nicht nur einen Dolch in den Rücken, als hätte er mich einmal komplett quer wie so ein Kalb durchgeschnitten. Das bricht mir das Herz. Aber ich möchte nicht, dass deins auch zerbricht. Ich kann das nicht. Beschützt uns beide. Ich kann das nicht. Vielleicht bin ich noch nicht bereit dazu. Tut mir wirklich leid. Vielleicht habe ich Angst, noch einen Schritt weiter zu gehen und mich damit einfach sehr verletzlich zu zeigen. Eigentlich muss ich sagen, ich habe am meisten gesprochen. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich am meisten. Ich habe alles gegeben. Ich bin einfach nicht so, dass ich direkt in die Föllen gehe. Ich mache das. Ich möchte das auch nicht. Er war auch schlecht, weil ich einfach zu gut. Nein, ich bin einfach viel zu gut erzogen. Das ist einfach viel zu frivol. Ja, nein, dann denke ich auch. Was soll ich denn noch machen? Ich weiß auch nicht, was ich noch machen sollte. Nein, aber ganz ehrlich, was soll ich denn noch machen? Soll ich ihm einen blasen direkt? Nein. Nein, was mache ich? Ich bin nicht so eine Hure. Ich liebe Kevin. Ich liebe Kevin. Ja, und was hat jetzt Arne anders gemacht? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Arne hat ihm einen geblasen. Natürlich bin ich sauer darüber, dass
Arne das Einzelheld bekommen hat. Ich wäre aber über jeden sauer gewesen, der das Einzelheld bekommen hat. Ich bin einfach sauer, weil ich es nicht bekommen habe, deswegen. Ne? Dann soll er doch sagen, ich stehe auf Ehre schweigende Typen, hat man ja bei Maurice gesehen und da bist du halt drin. Ne, sorry, aber dass ich jetzt sagen würde, ist so. Ist ja alles gut. Ja, ich bin einer der Stillen, aber die Momente, die ich da mit ihm habe, die sind halt einfach tief. Es gibt jetzt Leute, die sind halt in einer guten Position. Ja. Die müssen jetzt, die können sich ein bisschen zurücklehnen. Ja. Aber alle anderen, die jetzt noch nicht mit ihm rumgemacht haben und auf ein Einzeldate waren, die sind halt am Arsch. Aber was soll das denn? Was soll ich denn noch machen? Was sollen wir noch machen? Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wie viel willst du bitte noch über dich ergehen lassen? Das ist die Frage. Ich gönn's natürlich jedem. Aber außer Arne. Ja, die habe ich auch nicht gegönnt mit einer grünen Krawatte. Es ist jetzt leider an der Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden müssen. Für Corey endet dieses Einzeldate also ohne gemeinsame Übernachtung. Mein Lieber. Ja, mich gefreut. Ebenfalls. Komm gut heim, hab eine du gute auch. Nacht. Und schlaf gut. Hab schöne Träume. Ich darf jetzt sehr gut schlafen heute. Ja, sehr gut. Gut siehst du aus. Danke, du auch. Hab einen schönen Abend. Du auch. Bei der Verabschiedung, Kim und ich, wir standen uns da gegenüber. Wir haben uns umarmt und irgendwie war da so ein bisschen Pause. Einen schönen Abend. Danke. Ich danke dir für den schönen Abend. Ich glaube, es war wirklich die Spannung in der Luft. Also man wusste nicht wirklich, macht man es nicht, soll man oder nicht. Und darf ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt? Ja. Ja? Okay. Zu einem späteren. Machen. Gut. Gut. Ciao nochmal. Ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir einen Korb gibt. Irgendwie. Das ganze Szenario mit der Dunkelheit und die Lichter im Hintergrund, das hat irgendwie schon gepasst. Also es wirkte einfach sogar, dass es ja noch ein romantischer Moment sein könnte. Ja. Nein, Manfred. Na, was geht? Lass mich in Ruhe, bitte. Ohne Eifersucht? Ohne Eifersucht, komplett. Da ist aber auch wirklich dein Vertrauen bei. Ich stehe nur gern, aber ich würde dich auch immer kurz sprechen. Gibst du uns noch so 2-3 Minuten? Ich hole dich gleich ab. Okay, danke dir. Danke dir. Oh, wie vergeschickt. Ja, hat Manfred nicht gefreut, mich aber sehr. Und ich habe auch gemerkt, nee, da möchte Kim nicht direkt zum nächsten springen, sondern sagt auch mit dem Max, unterhalte ich mich gerne noch ein bisschen länger. Das war für mich ein kleines Highlight. Ja, hat mich weggeschickt. Wer hat dich weggeschickt? Kim. Ich bin auch mal gern. War noch so 2-3 Minuten. Wir haben dich gewarnt. Ja, du hattest aber auch schon genug Möglichkeiten. Ja, du, schon nein, du siehst, du kennst doch nichts, ne? Ich wusste es, du warst der Erste. Ich bin ja ein bisschen kämpfen hier, auch nicht um abzuwarten, bis er kommt. Ja, einfach, dass ich im Kindergarten was ich anstellen muss. Und wir sind alle freie Menschen, ich bin ein erwachsener Mann. Also, nö, mach ich nicht. Nee, aber schau, lass doch Robin, weil ja, Robin hat noch gar nichts. Wir wenigstens mal mit ihm reden. Ich bin als nächstes dran. Robin ist als nächstes dran. Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich dafür. Nee. Robin hatte noch nicht mal ein Gruppendate mit ihm. Ja. Naja, vielleicht schaufelt Manfred auch sein eigenes Grab. Grab. Kann sein. Ja. Kann sein. Aber Manfred weiß schon ganz genau, was er tut. Also er muss nichts so tun. Er guckt dann immer so ein bisschen bedröppelt, aber der hat schon den Blick für alles und er weiß auch, in welchem Moment er da einfach nach vorne rennt. Ja. So. Ich hab jetzt. Geh aber zu Max. Aber geh zu Max. Geh zu Max. Das will ich auch, das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, weil der Idealzustand ist ja eben. Ich würde einmal sehr, sehr gerne ablösen wollen, wenn ich darf. Ja, gerne. Ja, es ist schwierig. Ich hab's Manfred einmal eben versprochen. Ich habe Manfred weggekickt, weil der genug Chancen hatte, mit dir zu reden. Wir müssen heute bissig sein, das ist wirklich. Ja, wir hatten bisher kaum Möglichkeiten zu reden. Wir räumen das Feld und du entscheidest, was du weitermachst. Und wenn du noch ein Getränk brauchst, kommst du zu uns, ne? Ja. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Danke dir. Danke ebenfalls. Du kannst definitiv Manfred sagen, ich war der Böse. Ist okay. Okay. I can take it. Du hast dich hier einfach hingesetzt. Ich bin ganz frech, du. Also, das Kim ist nicht nach Reihenfolge gegangen. Ich war eigentlich vor Robin dran. Stehe ich auch nicht. Ich wollte nicht noch ein zweites Mal hingehen, weil eine zweite Abfuhr wollte ich mich dann nicht mehr holen. Ist mir auch zu schade für. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, woher diese Spannung kommt. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Weil wir hatten ein gutes Einzeldate. Ja. Wir haben uns bestens verstanden und jetzt kommt gerade nichts. Ich brauche da ein bisschen mehr. Du sitzt denn da, ziehst deine Augenbraue hoch
verteilst dann Spitzen. Und ich denke mir so, Jan, was? Das Ding ist, ich bin momentan so unsicher. Also bin ich ganz ehrlich mit dir, darüber wollte ich eigentlich heute mit dir reden. Zwischendurch fühle ich mich so distanziert, frage ich mich, ob das irgendwie auch eine Zukunft hat, ob das irgendwie passt. Und dann gibt es wieder diese Momente wie gestern beim Tanzen. Mhm. Was war das überhaupt? Also das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was da passiert ist. Also allein deine Hand und das, oh, puh, da hatte ich Gänsehaut, da ist viel passiert. So, und irgendwie verdrehst du mir den Kopf, aber irgendwie weiß ich auch nicht, wohin. Ich kann dir das auch nicht sagen. Ja, ist nicht einfach. Ich liebe diesen Tag heute. Ist eine ganz beschissene Situation. Oh Gott. In der Tat. Ja. Schön, kann ich dir was helfen? Brauchst du irgendwas? Was muss ich mitnehmen? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich nicht. Na, ich würde sagen, nimm irgendwie noch mal einen Pulli mit, dass du was Warmes hast. Dürfen wir überhaupt mit dir reden oder sollen wir gerade eher so... Ich will nicht mit euch reden. Ja, ich merke das schon, ne? Pisse. Au. Das tat schon ein bisschen weh. Ja. Soll es auch, ne? Mhm. Ich kann verstehen, wenn er noch sauer ist nach diesem komischen Date, obwohl ich finde, dass nicht alle von uns was für diese Situation beim Date können. Ja, die Tatsache, dass der Kim der Prinz war, war für die anderen sicher toll, aber für mich war es nichts. Es wäre unfair, da jetzt weiterzumachen, weil der Typ blond nicht mein Typ ist. Mhm. Und ich möchte einen respektvollen Umgang mit dir haben, einen respektvollen Umgang mit den anderen haben und ehrlich sein, gleich in der ersten Sekunde. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du hier deinen Prince Charming findest, weil ich werde es nicht sein. Mir geht der Puls. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Und ich freue mich, dass das Abenteuer losgeht. Guten Tag. Oh, da kommt schon der Nächste. Endlich mal ein Blonder. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Spiel aufrecht halten kann. Jetzt muss ich mich vor allen präsentieren. Mein größter Wunsch ist wirklich, wieder auf Bali zu leben. Ich war für 4 Wochen dort. Ich habe noch was vergessen. Bali war eigentlich mein zweiter. Wurde durch meinen ersten Wunsch ersetzt. Und zwar bin ich euer Prinz Charming. Nein. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder.